Einen Hallöchen, einen herzlich willkommen zurück bei Daylight. Und mein Name ist der Exoblack 4K. Wir sind da ja stehen geblieben, darfst du eine Puppe hatten, beziehungsweise nicht eine Puppe, sondern ein Teddybär hatten wir gehabt, hat mir Jagd gegeben. Wir hatten ja die Schere gehabt. Jetzt irgendwann Bart schon in meinen Mund schon rein. Jetzt hatten wir ja noch eine Schere gehabt, haben auch Ack gegeben. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, wie die Geschichte uns weiterführt. Und allen Leuten, die es heute anschauen, wünsche ich natürlich ebenso oder zumindest auf dieses Video genauso schöne weihnachtliche oder festliche Weihnachtstage auch für euch. Mein Geschenk habe ich schon gegönnt. Das ist ein Headset, ein 7.1. Ist natürlich schöner als im Stereo. Deswegen gibt es auch eine kleine Veränderung in diesem Video natürlich. Da seht ihr ja, dass es schön blau leuchtet. Und ich muss einmal kurz im Monitor gucken, ob der Header eingestellt ist. Nö. Ist da richtig eingestellt. So. Genau. Wir müssen da ja rein. Und in dem. Boah, kriegt das schon Muckensausen. I know there's somebody here. Ich weiß, dass da jemand ist. Ja, das Spiel, das kann man nicht mal eine Stunde spielen, da arbeite ich hier auf, danke. Kann man nur 20 Minuten spielen höchstens, weil wenn man es eine Stunde spielt, dann ja, kriegt man hier echt einen Herzinfarkt. Hallo? Hallo? Okay, kann man nichts aufmachen? Ich schräge mich schon vor den Stuhl. Okay, da müssen wir hin. Also nachher hin. Anybody there? Aber wir können ja schon mal die Gitter schon mal öffnen, dass wir da so reinlaufen können. Ich weiß, dass jemand hier ist. Okay, hier liegt ein Zettel. Mein Island Haftanstalt Memo Personal. Das Wartungsteam hat Test an den elektrischen System, das Gefängnis durchgeführt. Es wurde keine Anzeichen für beschädigte Leitungen entdeckt. Der Hauptgenerator ist voll funktionsfähig. Sollte weiterhin Probleme auftreten, empfehlen die Wärter, diese zu notieren und eine Nachricht bei der Verwaltung zu hinterlassen. Wie muss ich die ganzen Fliegen hier? Ah! Jesus Maria! Jesus Maria! Ich muss raus! Ich muss raus! Ach! Jesus, geht die Tür auf! Uff, oh, ja, das ja, aber halala. Uff, oh, ja, das ist so, oh, ja, ja. Ach, Tür auf. Ach, Tür auf. Die ist hinter uns. Tür auf. Und die Fülle an. Ach. Ja, das war ja. Uff, oh, ja. Ach, ja. Uff, oh. Ach, ja, oh. Oh. Mama mia. Ach, jetzt gucke ich die Olle auch noch an, so ganz, ganz gemütlich und. Ach, Jesus Maria. Ach, jetzt geht's wieder halbwegs. Hab mich wieder beruhigt. Ach, das Spiel bringt mir noch. Zum Wahnsinn. Oh,
vielleicht das weitere Zettel. Datum 25. Oktober 1910 an Kapitän Ellis Senior. Häftling 203 wurde heute Nacht tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Körper war verdreht und verrenkt wie ein Rattennest. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat. Ich weiß nur, dass ich ein ohrenbetäubendes Schrei aus seinem Isolationshaft gehört habe. Ich bin hinuntergeeilt, um zu sehen, was los ist. Baxter stand schon in einer Ecke und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Bert war kreidebleich. Sie haben doch kein Wort darüber verloren. Was geht hier vor? Alice, im letzten Monat sind während unserer Dienste 3 Insassen gestorben. Die Wachbeamten sind völlig verängstigt und ich fange an zu glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Leiter Paul Ackermann. Verdammte Scheiße. 2 von 4 Berichte haben wir. Datum 7. Juli 1931, betreff Häftling 48. Fluchtversuch, ein zweiterer Insasse. Die Wächter fingern sich ab und die sind ab und eröffnet das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich in einem stabilen Zustand. Andere starben noch am Ort des Geschehens. Dr. Melchers wird die Wunden des Patienten einer Experimentsbehandlung unterziehen. Oh, jetzt was mache ich? Jetzt habe ich schon Angst vor das Bild, was da gerade war. Hier sind Bilder, ja. Hier sind Bild. Hier sind Bilder. Da. Ich hab mir einfach jetzt ein. So dummes Rad. Dreht sich das Rad auf den Boden. Wir haben 3 von 6 erst geholt oder gefunden. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Mal gut. Okay, hier waren wir schon. Okay. Ach, geh doch auf die Tür. Ich hab nicht viele Flares, Mensch, geh auf! Wir müssen rennen! Jetzt ist er her! Geh auf Tür! Mach ein Knicklicht an! Hier waren wir auch schon! Dummer Schrank! Die Gegenstände, die hier runter. Ja, 26. September 1934. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Insassen aufnehmen können. Es sind bereits so weitere kommen, dass sie 4 Häftlinge an der Zelle teilen müssen. Ich arbeite am Empfang und sehen jeden Einzelnen, der hereingebracht wird. Und jeder sieht hier aus als der davor. Ich bin mir nicht sicher, wie lange diese Einrichtung noch zu weitermachen kann. Oh, hinter uns! Hinter uns! Und Jesus Maria, geh doch weiter! Geh doch bitte weiter! Geh bitte weiter! Nur ein bisschen weiter! Nicht viel! Ich geh die Tür nicht einmal zu, oder was? Hinter uns! Okay, da kann man nicht aufmachen. Da kann man.
Konnte ich gerade was drücken? Ach ja. Datum 17. Juni 1931, Prinz Bernd Augustin verschwinden. Bernd Augustin ist seit fast zwei Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Seine Fortgesetzten dachte, er habe die Arbeit hingeschmissen, da sie Mr. Augustin mehrmals darüber beklagt hat, weibliche Stimmen in den Knast zu hören. Wartungsarbeiter der Russons Abwasserungs entfernt hatte. Er hat jedoch einen schrecklichen Gestank aus dem Tunnel bei der Docks gerochen. Als er sich aufmachte, um nachzusehen, fand er Mr. Augustin verstümmelte Überreste. Es fehlt uns noch ein Gegenstand. Nein, keine Flair mehr. Nein, das ist hinter uns. Das ist hinter uns. Geh auf Tür. Geh auf Tür. Geh auf Tür. Da. Hier ist es, Maria. Jetzt gehen wir weiter. Kurz konzentrieren hier nochmal. Ja, das ist hinter uns, ich weiß. Das ist aber noch hinter uns. Dumme Olle. Wir sind noch gleich tot. Wir sind gleich mehr als tot. Aber für uns fehlt noch ein Hinweis. Oh, das ist doch hier. Oh, das ist ja alles schon wieder hinter uns. Uns fehlt ein Gegenstand. Nein, das ist aber in der Ecke. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht ganz. Ja, hier ist jemand. Sicht ist sehr eingeschränkt. Ich weiß auch, wenn ich diesmal den gleichen Weg gehe. Aber wir brauchen noch das letzte Gegenstand, die ist hinter uns. Ah, das ist Maria. Mein Island. Haftanstalt, Memo. Personal, die Gewalts. Ausbrüche der Häftlinge sowohl untereinander als auch gegenüber des Personals haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wächter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehreren Personen auf Rundgänge zu gehen. Schwerste ist es untersagt, kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Aufnahme und die sind hinter uns. Datum 16. Februar 1936 betrifft James Stikers Suspektierungen. Office Skyger wurde vorübergehend ohne Bezahlungen suspendiert. Seitdem befindet eine formelle Untersuchung statt. Die Anschuldigung wegen brutaler Vorgehen gegenüber Häftlingen und Folterartigen auf den Gründen gehen sollte. Die Untersuchung wird ausschließlich interne durchgeführt. Die öffentliche darf nur die weniger notwendige erfahren. Ja, die Olle, die ist hinter uns. Jetzt sehe ich nichts mehr, jetzt sehe ich auf der Karte nichts mehr. Scheiße, fuck. Ich sehe auf der Karte nichts mehr. Wir müssen nach links. Wir müssen nach links. Dann, Scheiße, fuck! Jetzt müssen wir nach links rüber. Und hier ist das auch. Ja, nimm das Gegenstand ein! Nimm das Buch! Oi. Scheiße, das war. Such brutality, corruption, chaos. Okay.
wo war der Ausgang jetzt? Ich meinte eine Gang, meinte ich. Okay, kann man nichts anfangen? Links können wir nicht. Ja, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah, geht doch weiter. Scheiße. Wo ist das Buch hin? Hier auch nicht. Gerade nach links. Wir müssen nach. Wir müssen. Fuck. Zurück. Zweite Seite links. Zurück. Zweite Seite links rein. Ja, die ist hinter uns, ich weiß. Dann hier rechts rein, glaube ich. Nein, falsch. Ja, fuck. Ah, fuck. Wir müssen. Karte, zeig die Karte an. Wir sind. Hier. Links. Ach, fuck, wieder verlaufen. Ja, wieder hinter uns, die Alte. Fuck. Fuck. Wir müssen da rein. Wir müssen, glaube ich, da rein, oder? Müssen wir da rein? Nein! Nein, ich bin zurückgelaufen! Nein, ich bin zurückgelaufen! Nein! Wir müssen zwei runter, zweite nach links. Nee. Doch, runter, zweite nach links, geradeaus, geradeaus, dann nach links. Okay, die Fehler können wir nicht. Geradeaus. Geradeaus. Links können wir nicht. Können wir hier links? Links. Dann geradeaus. Warte, zu auf. Weiter geradeaus. Und da sind wir auch. Hier ist Soria. Ja. Oh. Wir sind angekommen. Komplettes Speicher ladet. Erladet. Die Methode des Doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Nicht nur, dass wir Fortschritte für die Wissenschaft erzielt und Leben gerettet haben, wir können diese Drecksäcke auch mehrerer Gegenstände entlocken. Gedächtnis entlocken. Die Täter, zu dem sich sie bekannt haben, machen mich krank. Ich kann nicht glauben, dass sie jemals von mehreren gezweifelt haben. Ist am Laden. Tut auch speichern, Mann. Laden. Laden. Ist am Laden. Ist am Laden. Wurde jetzt gespeichert? Wurde gespeichert? Ich glaube, es wurde gespeichert. Okay, hier ist ein Bild. Also. Somit sind wir am Ende mit diesem Kapitel. Gehe zurück zum Titelmenü. Meine Hose ist schon halb voll. Da passt echt nichts mal rein. Also läuft vom Bein schon runter. Und wünsche euch nichtsdestotrotz immer noch angenehme Weihnachten und angenehme Weihnachtstage. Und in diesem Sinne, bleibt am Ball beim nächsten Kapitel. Es wird lustig oder spannend wird es noch bleiben. In diesem Sinne bin ich euer Exo Blackfigure und einen angenehmen Weihnachtstag noch für heute und für Leute, die es morgen schauen, halt eben für morgen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.